Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Nehmt Salz, nehmt Brot und herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Haus in Minecraft. Aber habt ihr das Haus denn richtig abgesichert? Nun, heute möchte ich euch, wie ihr es dem Videotitel entnehmen könnt, ein ganz tolles Design für eine Alarmanlage zeigen. So, und was soll die Alarmanlage machen? Die Alarmanlage soll den Einbrecher, den ich nun spiele, in die Flucht schlagen. So, und die Alarmanlage funktioniert ganz einfach. Wir haben hier einen Schalter, mit dem Schalter schaltet man die Alarmanlage an. Den Schalter solltet ihr allerdings nicht so offen im Haus präsentieren, also empfehle ich, eine Eisentür hinzusetzen und noch einen Schalter darunter zu machen, dass die Eisentür auch immer offen bleibt. An die Redstone-Profis unter euch, die Eisentür ist jetzt gerade offen, weil der Schalter hier ist, aber wenn der Schalter zu ist, würde die Eisentür zugehen, daher deshalb hier eine Fackel hinsetzen, dass die Eisentür immer offen bleibt und den guten alten, ich hab was hinterm Bild Trick benutzen, indem ihr großes Bild dahin hängt. So, das ist der Trigger der Alarmanlage. Wenn ihr den Schalter umlegt, habt ihr einen kurzen Moment Zeit, das Haus zu verlassen, die Tür zuzumachen und jetzt ist die Alarmanlage scharf. Ihr seht, ich habe schon Ton an, denn wenn ich nun versuche, das Haus zu betreten, passiert Folgendes. Ja, ihr merkt das schon, das ist ein bisschen nervig. Ich sollte mal ein bisschen weggehen. Also es wird plötzlich sehr, sehr, sehr laut. Ihr könnt noch viele andere Sachen machen, aber statistische Analysen haben ergeben, die ich natürlich wissenschaftlich korrekt durchgeführt habe, dass eine annoying Tür, wie ich es mal nenne, einen Einbrecher am ehesten in die Flucht schlägt, weil keiner will in einem solchen Haus sein. Ja, und um die Alarmanlage zu entschärfen, machen wir Folgendes. Achtung, Ohren zu halten. Aber ich glaube, das wird der Einbrecher so schnell nicht rauskriegen, dass er einen Schalter ist. So, das Haus sieht zwar ziemlich blöd aus, aber es ist ein Konzeptvideo und die ist gar nicht mal schwer zu bauen. Die könnt ihr auch in der Pocket-Version bauen und vielleicht habt ihr schon gemerkt, wir benutzen den Petzenblock, also known as Observer. Moment mal kurz, da ist aber etwas nicht richtig. Ich finde, Minecraft wurde, was das angeht, schlecht programmiert. So. Klack, klack, klack. Also, die Tür baut sich wie folgt. Zunächst braucht ihr irgendwo eine Aussparung, um die Tür zu bauen. By the way, ihr müsst das Haus so bauen, dass ihr seht schon, dass die Tür ein bisschen tiefer ist. Ihr könnt die Tür nicht auf Höhe der Wand bauen. Das ist aber nicht schlimm, denn wie wir bereits gelernt haben im Design-Profi-Video, ansonsten einfach mal auf meinem Kanal danach suchen, ist ein Haus doch schöner, wenn es in mehreren Ebenen gebaut ist. Also, und so wird die alarmgesicherte Tür gebaut. Also, überlegt euch erstmal, wo eure Tür hinkommt. Dann grabt ihr ein 3 Blöcke tiefes Loch an der Tür aus. So. Heute haben wir mal den Ton echt an. Jetzt kann man ja jeden Block hier hören. Das ist ja. Ich spiele ja normalerweise nicht Minecraft mit Ton. So. Und ihr grabt das ganze Loch ein bisschen zur Seite. Dann nötigt ihr die Petze. Packt die so hin, dass die Petze nach oben guckt. Und auf die Petze drauf setzt ihr eure Tür, die dann so hingesetzt wird. Und jedes Mal, wenn ich die Tür öffne und die Tür schließe, bekommt ihr hier ein Redstone-Output. So, ihr könnt jetzt den Einbrecher entweder in die Luft jagen, indem ihr hier TNT hinsetzt, oder ihr könnt den Einbrecher in die Flucht jagen. Das ist das, was wir dort gemacht haben, indem wir nun Folgendes machen. Wir setzen hier einen Block hin. Jetzt wird spannend. Achtung, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass das alles hier irgendwie richtig passt mit der Tür. Mit anderen Worten, wir nehmen uns jetzt aus dem Inventar. Wo ist es? Wo ist es? Da ist er ja. Sowas hier, das nennt sich auch Slab, zu Deutsch Stufe. So, packen die dann so an die Wand hin, wie ich es jetzt gerade hier vorgemacht habe. Zack, zack, zack. Und können nämlich so den Strom da hochleiten, der jetzt in die Tür reingeht. Und wenn ich jetzt die Tür öffne. Ja, wir merken schon, das funktioniert ganz gut. Und jetzt setze ich noch hier einen Block hin. Ja, und jetzt könnt ihr die Tür hier unten zu dem nervigsten Gebilde aller Zeit machen, indem ihr, ich mache es jetzt mal noch nerviger als gerade, noch lauter und noch schlimmer, als ich es gerade gemacht habe. Gerade bei der Tür habe ich Folgendes gemacht, ist ganz einfach, ihr nehmt euch einfach eine Tür, so, packt die so, so, so und so hier hin und jedes Mal, wenn ihr so macht, ja, das schon, das klappt ganz wundervoll. Aber bevor ich das jetzt mache, eben den Reset-Mechanismus. Der baut sich ganz einfach. Ihr setzt hier einen Kolben hin, so einen Block hin, so. Und wenn ihr jetzt den Kolben aktiviert, dann blockiert er hier das Redstone, die Tür hält an. So, um natürlich noch euer Haus rechtzeitig zu verlassen, denn wenn jetzt, ne, ihr macht die Alarmanlage, jetzt ist die Alarmanlage aus und jetzt ist die Alarmanlage scharf und jetzt wollt ihr euer Haus verlassen, dann triggert ihr ja selbst die Alarmanlage. Das ist ja irgendwie blöd. Aus diesem Grunde benutzt ihr hier einen kleinen Kondensator. Das ist ein Aufbau, der kurzzeitig Energie in Minecraft speichern kann. Der baut sich aus 2 Komparatoren, die so hingestellt werden. Ein Block hier davor gesetzt. Wichtig, die Ausrichtung der Komparatoren bedenken. Und zu guter Letzt hier euren Schalter, der irgendwie da reingeht. Das Ganze
Am besten, ich empfehle euch, einen Repeater hinzustellen und jetzt irgendwie den Schalter irgendwo in der Nähe eurer Tür verstecken. Wie ihr den Schalter versteckt, ist euch überlassen. So, Schalter umgelegt, Alarmanlage aus. So ist die Alarmanlage scharf. Ich kann jetzt das Haus in Ruhe verlassen. Ah, das war ein bisschen zu langsam. Ne? Also ihr habt einen Moment Zeit, ihr seht, ihr habt einen Moment Zeit und nach diesem Moment Zeit, zack, ist die Alarmanlage scharf. Wenn ihr die Zeit verlängern wollt, dann könnt ihr den Repeater einen zurücksetzen und einfach doppelt so viele Komparatoren benutzen. So, und jetzt ist die Zeit ein wenig länger eingestellt. Jetzt könnt ihr ganz in Ruhe das Haus verlassen. Müsst noch einen Moment warten und dann ist die Alarmanlage scharf. So, und jetzt kommen wir zum Overkill, zum nervigsten Gebilde in ganz Minecraft. Es gibt nichts Nervigeres, als was ich jetzt bauen werde. Ihr baut nämlich einfach hier den Raum unten ein bisschen aus, so, und werdet euch jetzt aller grauenhaften Blöcke in Minecraft bedienen, die nervige Geräusche machen. Mit anderen Worten, hier auf die Seite gibt es erstmal ein paar Türen hin. Dann möchten wir natürlich noch ein paar Eisentüren haben. Außerdem machen Kolben ein ungemein nerviges Geräusch. Und um ein Klicken noch hinzuzufügen, packen wir noch einen Spender hier dran. Ja, und das ist sie. Die ultimative Alarmanlage. Leute, haltet euch die Ohren zu. 3, 2, 1. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao. Stille!